Der nordöstliche Artillerie-Pavillon galt als wichtigster Artillerie-Pavillon. Da es relativ hoch liegt zwischen dem östlichen Kommandoposten und dem nordöstlichen Eckpavillon und kann die Umgebung problemlos überblicken. Die Form des Daches von Domburg Poru erinnert an Gakgan von Gelehrten während der Joseon-Dynastie verwendet. Da es einem Hut ähnelt, trägt es den Spitznamen Gakgan Dae. Der nordöstliche Artilleriepavillon verfügt über Einrichtungen, die andere vor nicht haben. Füllen Sie die Räume zwischen den Gebäuden mit Ziegeln, eine Plattform namens Baiokdeung zu schaffen. Auch die Treppen des Pavillons bestanden aus Ziegeln. Die drachenkopfförmigen Verzierungen auf dem Dach und die Ziegelplattform zwischen der Wand und der Pavillon sind die einzigen derartigen Fälle unter den Wachpavillons in Suwon HWA gesungene Festung. Der nordöstliche Artilleriepavillon wurde 2019 restauriert, um seine ursprünglichen Eigenschaften zu bewahren. König Jung-jo aus der Joseon-Dynastie besuchte oft einen Teich namens Yongyeon, wo er seine Freizeit genoss. Für die Sicherheit von König Jung-jo. Der nordöstliche Artilleriepavillon mit vielen Artilleriegeschützen wurde in unmittelbarer Nähe gebaut, um auf Notfälle vorbereitet zu sein. Ein Artillerie-Pavillon, auf Koreanisch Polo genannt, ist ein nach außen vorspringender Baukörper, der mit einem Pavillon gekrönt ist. In dessen Inneren Artillerie zum Angriff auf den Feind stationiert ist mit Kanonen. Der Geschützturm verfügt über eine fortschrittliche Anlage, um zu verhindern, dass Feinde in die Nähe der Burgmauer gelangen. Ein Teil der Burgmauer ragt konvex nach außen hervor. Die Gebäude waren ähnlich wie die Bastionen von Suwon HWA Sung angeordnet. Der Innenraum der dritten Etage wurde wie Gongsim Don gelehrt Suwon HWA Sung und die Kanone war darin versteckt. Hierbei handelt es sich um eine Anlage zum Angriff auf ausländische Feinde. Die unteren 3 bis 6 Etagen bestanden aus Granitstein und der obere Teil bestand aus Ziegeln. Im Obergeschoss wurde ein Holzgebäude errichtet. In der Festung Suwon HWA Sung gibt es 5 Artillerie-Pavillons. Normalerweise wurde der Maßstab auf flachem Land erhöht und auf Hängen verringert. Die Artilleriepavillons von Suwon HWA Sung wurden mit unterschiedlichen Größen und Höhen der einzelnen Stockwerke gebaut, abhängig vom Gelände und den Umgebungsbedingungen. Die Artilleriepavillons von Suwon HWA Sung sind aus Ziegeln gebaut. Als Standort für Angriffe auf Menschen mit Artillerie oder Kanonen dienen.